Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro. Wir spielen heute mit einem neuen Deck und zwar mit jemandem, der mich scheinbar kennt. Wir spielen Wahrsageprinzessinnen. Ein sehr starkes Deckthema mit einer mega interessanten Hand, okay. Dreimal Upstart und zweimal Tarot 3. Ja, Wahrsageprinzessinnen, ein sehr starkes Deckthema eigentlich. Relativ neu und arbeitet mit Flipbeschwörungen logischerweise. Und Tarot 3 kann jede Runde ein Monster verdecken oder aufflippen. Und in der Endphase kann ich dann mit Tarot 3 noch ein Flipmonster wiederholen. Aus dem Grave oder aus der Hand, glaube ich. Und das kommt dann auch in die verdeckte Verteidigungsposition. Das heißt, man kann es sogar benutzen, seinen Effekt. Und das ist ganz praktisch. Ich könnte jetzt theoretisch schon Tarot 3 rufen. Allerdings bringt er mir nicht viel. Will ich das machen? Eigentlich schon, aber ich habe keinen Topf der Unerlaubten. Man kann in diesem Deck hier eine Karte sehr gut spielen, die nennt sich Topf der Unerlaubten. Diese Karte ist Stufe 9, das heißt perfekt von der Stufe her, um damit Tarot 3 zu beschwören. Und sie ist ein Flipmonster. Und wenn sie geflippt wird, darf man sich entweder zwei Karten ziehen oder man darf alle Backrow auf dem ganzen Feld wieder auf die Hand zurückgeben, wie mit Riesentornade. Oder man kann Raigeki-Effekt aktivieren, mit dem man halt alle gegnerischen Monster zerstören kann. Ich glaube, ich habe gestern schon mal gegen den gespielt. Denn gestern hatte ich auch einen, der ein dunkler Magier-Deck verwendet hat, das so ähnlich aufgebaut war. Ich kann mich aber irren. Sehr schön Münznorma. Ich würde sagen, die setzen wir direkt, denn die darf aus dem Deck einen Topf der Unerlaubten specialen. Und das wäre sehr, sehr nice. Denn dann können wir direkt mit Tarot 3 hier schön loslegen. Ich beschwöre ungern Tarot 3, bevor ich einen Topf habe, denn ja, in der Endphase kann man sich dann halt den Topf dann holen und der ist so OP. Ich meine, der hat den Effekt von zwei verbotenen Zauberkarten und von einer, die vielleicht verboten sein sollte, nämlich Raigeki. Verteidiger der magische Ritter, okay. Das Blöde ist jetzt, wenn er so schlau ist, den Topf gleich anzugreifen, dann darf ich nicht den Effekt vom Münznorma, den Effekt vom Topf aktivieren, denn ich darf in der Runde, wo ich Münznorma benutzt habe, nur Wahrsageprinzessin-Effekte benutzen. Und der Topf ist keine Wahrsageprinzessin, logischerweise. Ja, er macht's leider. Aber das Ding hat 3000 Verteidigung, das heißt, wir kriegen diese Runde keinen Schaden mehr und wir haben einen Neuner draußen. Das heißt, ich kann ihn und Tributen, um Tarot 3 zu holen. In der Endphase kriege ich dann den Topf wieder. Hallo. Lieber Andrew. Den kenne ich jetzt auch schon länger. Mit dem habe ich auch schon einige Duelle gemacht. Die Karte hier ist auch interessant. Damit kann man eigentlich nur... easy win. Mal sehen. Ich sag mal, dunkler Magier ist jetzt nicht gerade stark, muss man einfach sagen, aber heißt ja nicht, dass wir instant gewonnen haben. Ist mir auf jeden Fall viel zu früh gefreut. Ja, das war ein heftiger Fail. Denn die Karte liegt nicht in Angriff. Sehr schön. Einmal so. Und dann holen wir uns nochmal eine Zauberkarte. Blütenelfe. Okay. Ich will machen so. Holen uns Tarot 3. Und opfern das Vieh. Und jetzt die Frage, was wir machen. Ich würde sagen, wir verdecken die Ark. Und greifen die Ark dann mit Manju an. Das Schöne ist an dem Deck, man kann den Manju auch verdecken. Denn sein Effekt wird auch durch eine Flippbeschwörung getriggert. Was eigentlich ganz interessant ist. Ich könnte jetzt auch noch mit Ach und Krach noch einen Tarot 3 holen, aber das hat wenig Sinn. Deswegen lassen wir das. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und verdecken die Ark. Das klappt auch, okay.
Dann greifen wir die nicht an, wir greifen erst den. Oder? Doch, wir greifen das Ziel an. Wow, wirklich? Das ist strange, aber gut. Das ist die schlechteste Angriffsannullieren-Karte, die es gibt. Auch wenn sie Angriff annullieren heißt. Waboku ist viel besser und Angstanjagendes Gebrüll auch. Denn man muss hier wirklich warten, bis ein gegnerisches Monster einen Angriff deklariert und ja, das kann schief gehen. Deswegen, wenn man die Wahl hat, lieber die anderen Karten spielen. Ja, das war jetzt dumm. Das war sogar sehr dumm. Ist nicht schlimm, da wir Tarot 3e wieder bekommen. Aber das hätte mir klar sein müssen. Wobei ich Tarot 3 eigentlich nicht retten konnte, ne? Eigentlich nicht. Oh, ich könnte was machen. Wenn ich das hier mache, dann kann ich sein Feld nuken. Oder zwei Karten ziehen. Es geht auch, aber ich würde eher sagen, dass wir das Feld nuken. Weil dann auch der dunkle Magier weg ist. Die Ark leider nicht, aber der dunkle Magier. Oh, okay. Verdammt. Das ist gar nicht gut. Wirklich? Oh, das war dämlich von ihm. Muss ich jetzt mal so sagen, denn Chaoshexer hätte jetzt auf jeden Fall den Topf verbannen müssen. Das wäre sehr viel schlauer gewesen, denn ich kann mir den ja recyceln mit der Taro 3. Och nee, noch eine verdeckte, verdammt. So, ein schöner Effekt. Ich kann jetzt hiermit eine Wahrsageprinzessin holen. Damit kann man sich das Ritualmonster holen, damit die Zauberkarte und damit kann man das crushen, was man hiermit verdeckt hat. Oder auch mit Tarot 3 wahlweise. Das geht natürlich auch. Und Münz Norma kann halt einfach den Topf specialen. Deswegen ist die eigentlich am besten. Aber die habe ich schon. Deswegen nehmen wir uns einfach mal. Die hier. Oder Tarot 3. Wir nehmen mal die hier. Du kannst nur offene Monster zerstören, gell? Verbannen. Genau. Ich würde sagen, wir verarschen ihn ein bisschen. Wir setzen das Ding hier hin. Und wir holen auf jeden Fall Tarot 3. Wobei das sehr teuer wäre, ne? Das wäre extrem teuer. Ich muss da fast schon auf Risiko spielen. Wenn die angegriffen wird, verliert er all seine Monster praktisch. Und das ist echt gut, deswegen hoffe ich einfach mal, dass das durchgeht. Das kann schief gehen jetzt, aber es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass bei seinem Deck das schief geht. Denn er kann jetzt eigentlich nicht mein verdecktes Monster irgendwie zerstören. Ein Rang 4 Xyz kann das auch nicht machen, deswegen ich denke, das ist ein guter Zug, aber riskant auf jeden Fall. Sowas kann schief gehen. Wenn er jetzt einen Kompuls zum Beispiel hätte, dann könnte er einfach das Vieh auf meine Hand zurückschicken und ich hätte verloren. Aber wenn er angreift, dann verliert er quasi all seine Monster. Denn die liegen dann einfach in Death und er kann sie nicht mehr benutzen, richtig? Denn sie sind sogar verdeckt. Castle geht nicht. Das geht nur bei offenen Karten, glücklicherweise. Das wird er gleich erschrocken feststellen. Fail, mein Lieber. Er sollte sich mit den Staples noch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Passiert. Ist nur menschlich, wenn man das noch nicht so lange spielt, das passiert. Aber das war ein heftiger Missplay. Kein Angriff auf seiner Seite, okay. Interessant. Lol. Ja, Andrew wäre das nicht passiert, der spielt, glaube ich, schon ein bisschen länger. Wir können. Ja, das sollte man in der Tat.
Wir machen auf jeden Fall so. Das ist ganz klar. Ach, die verdeckt gar nicht. Oh, habe ich falsch gelesen. Sorry. Ja, ist aber egal, weil die zerstört auch offener. Sehe ich gerade. Gut. Oh, ich würde jetzt echt minus 3 gehen, ne? Das wäre sehr teuer, aber ich will Tacho 3 haben. Ah, das mache ich verdammt ungern. Ich mache es einfach mal. Das kann echt böse enden und ist auch riskant, aber es ist einfach nice, wenn das jetzt alles funktioniert, wie ich es mir denke. Oh, das war teuer. Das war kein guter Zug, aber lol. Das ist keine gute Karte. Annulliert das Effekte? Hey, macht das irgendwas mit dem Monster? Wow. Das Albtraumrad ist echt keine gute Karte. Wir können jetzt Folgendes tun. Wir setzen die hier. Und dann machen wir so. Und zerstören nicht seine Monster. Wieso nicht? Ach, während der Endphase erst. Okay. Ich habe das Deck bisher so gut wie gar nicht gespielt, deswegen nicht wundern, wenn ich mich hier in manchen Effekten irre oder so. Das ist, denke ich, normal. Denn das Deck kann ziemlich kompliziert werden. Sieht man ja schon. Aber auf jeden Fall ein cooles Thema. Ja, die 500 Schaden sind mir komplett egal. Das werde ich noch 8-mal überleben und so lange überlebt er nicht. Vor allem, weil ich jetzt Folgendes tun werde. Ich mach's so. Zack. Und das war's dann auch schon mit dem Albtraumrad. Ich könnte jetzt auch auf hier Etablatnir oder Dyson Sphäre gehen, aber das macht keinen Sinn. Ich kann mich hier wieder searchen. Da holen wir uns auf jeden Fall nochmal hier eine Münznummer ran. Und die setzen wir auch. Und dann machen wir einfach Schaden. Und dann werde ich gleich noch den Top wieder verdeckt setzen. Und die Bottomless setzen und dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich könnte jetzt auch. Nee, macht keinen Sinn. Ja, doch, eigentlich schon, aber kann man sich drüber streiten. Ich hätte jetzt den hier aufdecken können, hätte mir einen Top setzen können und hätte mir dann mit den beiden einen Rang 3 XC holen können, aber naja, im Endeffekt ist es scheißegal. Weil jetzt kriege ich, glaube ich, eh noch was geschenkt. Genau. Ach, ich habe hier einen Topf in der Hand. Ja, wunderbar. Okay, dann war das auf jeden Fall der bessere Zug. Wobei, ich hätte ja dann durch das XC wieder einen Platz gehabt. Egal. Ich habe so viel Plus auf meiner Seite. Ich kann das Duell quasi gar nicht mehr verlieren. Es sei denn, er hat 3 GG. Das ist eigentlich die einzige Karte, die mich jetzt wirklich aufhalten würde. Und selbst die würde wahrscheinlich nicht ganz reichen, mich jetzt hier aufzuhalten. Gegen die muss ich leider Bottomless machen. Bisschen schade, aber nicht schlimm. GG, okay. Und er gibt nicht auf, sehr schön. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Plus machen, just for fun. Zwei Karten ziehen. Achso, man darf in jedem Spielzug nur einmal Topf der Unerlaubten aktivieren. Ach, wie schade. Es war meine Ehre, gegen dich zu verlieren. Sehr nett. Und wir holen Etablatnir, denn ich mag Etablatnir. Der Name ist einfach cool. Sieht aus wie eine Micha-Phantom-Geheuer-Karte.
Aber ist er, glaube ich, gar nicht. Nee. Oder? Eigentlich nicht. Obwohl sie daran erinnert. Ja, nochmal ein Topf. Und nochmal just for fun eine. Ein Ingenieur. Ich wollte erst den mal ins holen, aber nein. Und dann greifen wir mit Etablatten hier an. Und schreiben nochmal freundlich GG. Und verdecken noch ihn. Wollte ich eigentlich gar nicht machen, ich wollte das andere machen, aber egal. Da hat eben dreimal Fragezeichen gestanden, das hat mich eben verwirrt. Ja gut, ich würde sagen, das war's mit diesem Duell. Eigentlich recht lang sogar. Das Deck ist nicht unbedingt explosiv. Man muss ein bisschen ins Spiel reinkommen, aber da macht man halt durch den Topf immer wieder Plus. Und mit dem Topf ist eigentlich das Deck echt doppelt so stark, würde ich fast schon sagen. Denn das ist quasi das Bossmonster. Beziehungsweise nein. Eigentlich schon. Aber das Bossmonster ist natürlich Tarot 3, aber eigentlich die Karte, die das Spiel macht, ist der Topf. Möglich, weil die Karte ist einfach mega broken. Ziehe zwei Karten, das ist Topf der Gier, die Karte ist verboten und ist die beste Karte, die es gibt. Zerstöre alle Monster, die Gegner kontrolliert, 3 Geki, ich habe sie auf der Hand. Perfekte Karte. Und Riesentornado ist vollkommen zu Recht verboten, denn die Backdraw vom Gegner wegzumachen für eine Runde ist einfach nur unfair, denn OTKs sind mit dem Deck dadurch auf jeden Fall sehr viel einfacher durch diesen Effekt. Ich finde es gut, dass man den Topf nur einmal pro Spielzug verwenden kann, denn ich hätte sonst eben 4 Karten ziehen können. Und dann hätte ich noch den Topf holen können, hier genau, und hätte den dann nochmal aufdecken können, um nochmal 2 Karten zu ziehen. Das heißt, ich hätte eine Runde 6 Karten gezogen. Das wäre dann viel zu stark. Deswegen auf jeden Fall gut, dass da auf jeden Fall ein kleiner Nerf ist. Aber dennoch eine sehr gute Karte hier, der Topf. Bis dann, ciao!